Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu Automata DLC. Ja, ich sehe gerade Zyklus 750, das ist ja fast ein kleines Jubiläum. Wobei es gleichzeitig erschreckend ist, was wir hier schon 750 Zyklen spielen in dieser Kolonie und wie wenig hier eigentlich passiert ist. Aber nun gut, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja, wer den Stream verfolgt hat, weiß, dass dem armen Carsten hier so passiert ist während seines Aufenthalts auf Skazuni. Es war nicht immer unbedingt schön, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber er hat sich hier letztendlich tapfer geschlagen und hat sich hier so ein kleines Zuhause aufgebaut, das aber kein dauerhaftes Zuhause sein soll. Also ich würde hier ganz gerne noch ein bisschen mich hier umschauen, ob es hier noch irgendwas Spannendes zu entdecken gibt. Oh, hier unten ist es sehr kalt, sehe ich wohl, okay. Ja, das soll auf jeden Fall noch so ein klein wenig passieren. Dafür verlängern wir dann hier auch nochmal die Leiter ein bisschen und ja, schauen uns so ein bisschen um. Außerdem war es so, dass genau dieser hier hat ein Alter jetzt von 75. Das heißt, da könnten wir eigentlich mal eben schauen, was mit dem Armen passiert. Ich befürchte, der wird gleich zu Fleisch und dann war es das. Was natürlich schade ist, weil ich hatte eigentlich, also das war, hat sich so ein bisschen auch im Stream dann nachher gezeigt. Oh ja, da ist es gerade passiert. Okay, das heißt, unsere Gesimus hier auf diesem Asteroiden werden einfach aussterben. Das ist natürlich irgendwie sehr schade, weil es gibt momentan im Spiel keine Varianten, wie man die züchten kann oder sonst was. Also, ja, wir haben keine Möglichkeit, die Gesimus uns zu erhalten. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Mods für gibt, mit denen das eventuell möglich ist. Ich vermute aber mal eher nicht. Habe ich aber jetzt auch nicht geprüft. Aber gut, wir werden hier noch ein bisschen weiter erkunden, uns umschauen und dann, dem Planeten auch wieder den Rücken kehren. Da gibt es ja dann noch nicht so ganz viel momentan zu machen. Okay, da ist das unser Müllplanet, genau. Was gibt es hier zu machen? Nee, eigentlich möchte ich lieber heute den Großteil gleich auf Equilin verbringen. Hier können wir das übliche Wischen nochmal eben machen. Keine Ahnung, wie es da immer wieder zu kommt, dass wir hier wischen müssen. Ja, irgendwo wird es herkommen. Das Wasser. Ich habe auch schon mehrfach hier nach Lösungen gesucht, woran es liegt. Also hier oben sehe ich das Problem nicht. Hier eigentlich auch nicht. Es kann, vielleicht liegt hier noch irgendwas rum, was verflüssigbar ist. Das ist natürlich noch möglich. Aber hier sind auch Aufräumaufträge mehr als genug, also ja, hier ist genug zu tun. So, das mit dem Rohöl, hier läuft eigentlich alles. Achso, natürlich sind die jetzt dann ja auch hier viel im Einsatz, dementsprechend wird weniger aufgeräumt, klar. Hier können wir noch den Bereich ein bisschen vergrößern. Deswegen war ich hergegangen, habe hier komplett isolierte Ziegel hingebaut, damit wir hier noch ein bisschen mehr Platz haben für das verschmutzte Wasser. Ja, was ich heute ein bisschen hier machen möchte, ist aufräumen. Nicht so, wie ihr das sonst nach dem Stream gewohnt seid, weil ich glaube, es gab diesmal nicht ganz so viel Chaos, wie das sonst häufig der Fall ist. Aber es gibt doch an vielen Ecken und Enden Sachen, die nicht mehr genutzt werden oder ja. Die Kolonie sieht eigentlich aus wie alle, die ich immer so mache, ne? Komplett improvisiert und das wollen wir heute so ein bisschen angehen. Okay, so gefühlte 10 bis 20 Nieser später geht die Aufnahme weiter. Die habe ich aber mal rausgelassen. Also es ist Kraut und Rüben. Also wenn man die letzte Automata-Kolonie sieht, gut, die war auch auf einem Planeten, aber und das dann mit dieser hier vergleicht. Ai, 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 ai. Und
Dementsprechend. Verbrühung, sowas gab es da auf gar keinen Fall. Was ist das? Ist das hier so warm geworden oder? Oh ja, was zum Teufel ist hier passiert? Warum? Ist das hier alles geschmolzen? Das sollte doch genau eigentlich nicht mehr passieren. Dann ist natürlich auch klar, warum Richard sich hier verbrannt hat. Ach so, wenn natürlich da kein CO2 mehr ist. Dann kann das auch nicht mehr kühlen. Richard, du musst dich erstmal erholen. Aber genau das sind so die Sachen, die ich meine. Ne? Das ist eigentlich absurd. Auch hier heizt sich das so dermaßen auf. Okay, was definitiv mal eher zuerst hier Sinn macht, ist, dass wir hier isolierte Ziegel hinbauen. So, wir machen daraus mal so, Odin, wenn du sowieso noch hier unten Aufträge machst, bauen wir jetzt erstmal das hier um. Das ist, glaube ich, das jetzt ist Goofy. Das läuft ja schon wieder ganz, ganz, ganz hervorragend alles hier. Zack, zack. Wir improvisieren wieder. Ach, herrje, herrje, herrje. So, schicken wir da direkt Goofy drauf, dass der sich auch noch ein bisschen erholen kann. Da haben wir gleich den nächsten noch mit Verbrühung, ja. So hatte ich mir das in etwa vorgestellt heute. Nämlich genau so nicht. Ja, Krillo, komm, du kannst dich noch ein bisschen verbrennen lassen. Warum flüchtet der jetzt? Okay, Obsidian ist weit entfernt. Ja, es wird natürlich mit jedem Ziegel, den wir jetzt hier bauen, besser. Ne? Man sieht das jetzt schon, dass es deutlich besser wird. Ich denke, diese kleine Krise haben wir überwunden. Diesen Partikelgenerator, den wir sowieso nicht genutzt haben, sondern wir haben ja immer nur den oberen genutzt, der geschmolzen ist, den werden wir auch mal zerlegen. Ja, kann das im Grunde erst wieder öffnen? Nachdem dort wieder CO2 kommt, und dann müssten wir eigentlich auch irgendwo hier. Quatsch, wir brauchen es nicht zerlegen. Wir schnibbeln es einfach mal eben auf. Packen hier ein Gasventil dazwischen, bis da nicht so viel Gas durchgeht. Jetzt haben wir schon wieder nicht sehr viel Zeit da verbracht, wo ich sie eigentlich verbringen wollte. Aber keine Sorge, wir wechseln gleich. Ich baue das hier noch eben fertig. So, und dann stellen wir das auf 50 Gramm. Reicht da eigentlich locker aus. So,
der Rest wird hier noch fertig gebaut. Fraglich ist, lasse ich das auch noch herkommen. Wir lassen das auch noch fertig bauen. Das muss sowieso gebaut werden. Das Ding muss sowieso zerlegt werden. Die meisten haben sich so halbwegs erholt. Schicken wir Odin darauf. So, jetzt braucht ihr natürlich hier nicht rumstehen. Wenn die Aufgaben da erledigt sind, soll die Tür wieder dicht. Da hat jetzt erstmal niemand mehr was verloren für den Moment. Wir müssen hier gerade auch kein Material oder irgendwo drüber schießen. Das können wir jetzt auf sich beruhen lassen. Auf Dauer werden wir hier auch ein paar Schutzanzüge und so bauen. Das geht ja so gar nicht hier. Gut, müssen wir hier noch irgendwas machen für den Moment oder können wir uns dann vollumfänglich Chavi, warum geht's dir so? Ach, du hast die Schleimlunge eingefangen. Dass das auch nach wie vor hier noch ein Problem ist, das ist auch eigentlich unerträglich. Sand haben wir noch reichlich. Naja, reichlich, aber 2 Tonnen. Gucken wir doch mal, wo haben wir noch? Hier unten ist noch recht viel. Ja, aber wir haben ja schon überall Wasser drauf gekippt, dass da nichts mehr ausgrasen kann. Egal. Heute soll es hier rumgehen. Ich muss jetzt tatsächlich auch selber schauen, wo wir was wie noch umbauen. Also hier war mal im Gespräch, dass wir hier die Magma auch abkühlen. Dafür war jetzt natürlich kontraproduktiv, dass ich hier den Wasserstoff reingemacht habe. Ich glaube, diese Idee verwerfe ich einfach. Wir nutzen hier das Ganze sowieso nicht mehr, so wie wir es mal gemacht haben. Deswegen fangen wir jetzt einfach an und zerlegen hier jede Menge Sachen, die wir so nicht mehr brauchen. Den lassen wir vielleicht nochmal da, dass wir hier noch den Wasserstoff für einen Moment haben. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. So, das gleiche gilt für das hier. Da können wir vielleicht noch mal die Ladungen verschießen lassen, die hier drin sind. So, Sanitärleitung. Dann müssen wir auch die Kühlung hier nochmal, oder was heißt müssen? Wir können auch die Kühlung hier dann nochmal entfernen. Die wird hier dann ja auch nicht mehr gebraucht. Der kann weg, der kann weg. Also es wird ein massives Abreisevideo heute, das kann ich euch schon mal versprechen. Wie viel Ladung haben wir noch? Okay, das war's. Dann stellen wir den aus. Wir trennen hier den Strom, weil dann kann der nämlich keine weiteren Ladungen mehr aufnehmen. Zerlegen hier die Gebäude, damit wir hier eventuell irgendwann mal ein bisschen wischen. Ach, dafür ist es zu viel. Ja, mal gucken. Bauen wir vielleicht ein paar Ziegel rein. Das kriegen wir alles schon. So, den hier haben wir auch schon zerlegt. So, den. Okay, was müssen wir hier noch machen? Strom brauchen wir einmal an dem dort oben, aber das hier muss eigentlich weg. Das können wir aber hier ran damit rannehmen. Kann das hier weg, das und das alles. Wir werden hier später noch mal stark Strom brauchen für die Dampfturbinen für den kleinen Vulkan, falls wir das noch mal in Angriff nehmen. Das weiß ich noch nicht.
Aber das würden wir dann machen. So, hier kommt aktuell kein Wasser an, weil wir hier alles abgepumpt haben. Okay. Dann können wir hier noch den Rest aufwischen lassen. Für die Packus tut es mir leid, aber für die haben wir dann keine Rettung, befürchte ich. So, und hier ist dann nur noch sauberes Wasser. Das heißt, wir brauchen das hier oben dann nicht mehr. So, das hier kann alles weg. Das Stromkabel muss dann daran. Dass ich diese Aufträge jetzt auf 6 gestellt habe, wird das Ganze schon mal wesentlich verkürzen. Hoffe ich zumindest. Ja, muss ja eigentlich. Das wird ja vor allen anderen Sachen dann erledigt. So, die Kühlung, wie gesagt, die muss hier nicht mehr durchlaufen. Das heißt, einfachste wäre eigentlich, wir zerlegen diese Rohrbrücke, oder wenn noch einfacher ist, wir schnibbeln da auf, dann kann das nämlich sich vernünftig entleeren. So, jetzt so langsam. Ach, das ist ja noch eine weitere Brücke. Ja, dann können wir die auf jeden Fall schon zerlegen. Okay. So. Und wenn das gleich leer ist, dann können wir es da verbinden und erledigt. Ich hoffe, dass wir... Ja, es wird knapp, aber es wird, glaube ich, reichen. So. Die Brücke auch weg und wir können noch mehr Leitungen zerlegen, nämlich die alle hier. So, hier sind wir sehr gut aufgestellt. Auch daraus machen wir jetzt eine 6. Dann kann das Ganze nämlich loslegen. Und hier bauen wir mal eben ein paar Leitern rein, damit wir den auch analysieren können. Dass wir halbwegs wissen, wann da hier was an Flüssigkeit rauskommt. So, perfekt. Zuerst füllt sich jetzt wieder die Leitung nach hier oben. Warum kommt denn hier jetzt noch wieder Wasser an? Ach, das kam von hier oben, richtig? Nee. Im Grunde können wir da auch das Wasser hier nochmal mit nutzen, ne? Ja, machen wir alles. Alles der Reihe nach. Ich wollte heute etwas überlegter und sinnvoller vorgehen. Das hier kann weg. Oh, der hat sogar gerade seine aktive Phase, dann. Können wir es zumindest ein bisschen verbessern, indem wir da eine manuelle Luftschleuse, also eine Tür reinbauen, damit möglichst wenig von dem Dampf hier rausläuft.
Ist die Tür eigentlich hier? Achso, jetzt muss ich erstmal gucken. Wir können ja da natürlich nur... Quatsch, ich habe ja hier die Kontrollstellen ausgeschaltet. Ja, brauchen wir die überhaupt nochmal wieder hier? Oder können wir das auch alles abreißen, weil es eh nicht mehr genutzt wird? Wenn wir es abgeschaltet haben, können wir es auch ausschalten. Die Radioaktivität ist hier... Zoom, ja, hier wird es ein bisschen mehr, aber auch das... Können wir, glaube ich, verkraften. Was eigentlich, wenn ich mich hier umgucke, wird mir echt... Was ein Kuddelmuddel. Und damit meine ich nicht mal die ganzen Leitungen, die ich hier so verlegt habe. Das finde ich ja noch gut. Da habe ich ja Spaß und Freude dran, sondern eigentlich alles andere. Hier einfach total random so einen Brennofen rein platziert. Lufterfrischer hier, die machen auch noch richtig viel Sinn hier bei CO2. So, Nemox ist auch sicherlich der mit Abstand schnellste, was das Untersuchen hier betrifft. Hier brauchen wir nicht mehr. So, das Wasser noch, dann haben wir hier auch alles aufgewischt. Ich konzentriere mich heute jetzt noch nicht auf so Sachen wie hier überall alles freigraben und so, sondern ich möchte erstmal irgendwie versuchen, hier ein bisschen Ordnung reinzubringen. So, das Wasser läuft jetzt. Achso, das läuft jetzt schnell nach hier oben. Weil es hier wieder. Ja, das ist aber okay, dass der Tank hier erst aufgefüllt wird. Das ist für mich völlig okay. Weil wir den ja auch nutzen für alles mögliche andere, was wir an Wasser brauchen. Hier auch sauberes Wasser? Nee. Okay. Warum heben die hier immer das Wasser auf und lassen es dann wieder fallen? Hat da jemand eine Erklärung für? Also ich habe schon mal keine. Ich glaube, die Duplikanten brauche ich gerade nicht fragen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, diese paar Blöcke hier da total random drin, die. Sind auch überflüssig. Dann bauen wir das hier mal rein. Einfach nur, weil es mich gerade ein bisschen stört. Na, fast fertig. Ah, jetzt ist der Tasch schon wieder rum. Okay. Die Pumpe haben wir aus Gold gebaut. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Fraglich ist, ob wir die Kühlung hier vielleicht durchlegen. Obwohl ich denke fast, dass es erstmal nicht erforderlich. So, der Raum hier unten, der kann eigentlich weg. Wir brauchen hier keinen Strom mehr. Ist auch nicht mehr. Das können wir weg. Hier liegt noch eine Flüssigkeitsleitung, die auch definitiv, wenn ich überlege, wie viel Aufwand das war, das alles zu bauen und so hier. Jetzt wird es überhaupt nicht mehr genutzt.
Vielleicht lässt das alles hier dann das Spiel auch wieder ein bisschen flüssiger laufen. Das ist ja nun nicht unbedingt besser geworden in den letzten Folgen. Ist der hier auf das Wasser eingestellt? Ah. Das ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu umständlich, das dahin zu bringen. Dann machen wir das lieber mal hier. Diese Geschichte hier sollte, das können wir auch noch mal überarbeiten. Das war diese absolut absurde CO2-Abpumpaktion, ne? Mit einer, na gut, das funktioniert im Grunde, aber ich würde den Platz hier gerne nutzen, um, obwohl, nee, das kann ich hier gar nicht machen in dieser, eigentlich wäre es schlauer mal, ich würde diese Pilzgeschichte mal beenden. Das wäre die noch bessere Variante. Ja. Erstmal jetzt nicht. Ne, wir kümmern uns um den Bereich hier unten. So, was war hier denn noch? Achso, hier wird das Wasser gereinigt. Was war hier für... Ah, okay. Vom Gedanken her gut. In der Umsetzung nicht mehr benötigt oder in der Praxis nicht mehr benötigt. So, warum machen wir nicht da zwei Ziegel weg? Dann haben wir es hier auch einfacher. Hier unten liegt noch das abgereicherte Uran. Das strahlt auch nicht, aber das verflüssigt sich doch recht früh. Na, 132 geht. Ach, nee, Corium war das, was ich gerade im Kopf habe. Was passiert hier mit dem Wasserstoff? Verbrauche ich den in irgendeiner Form? Lasse ich einfach die Gase demnächst hier wild durcheinander, weil ich sowieso alles nur noch mit Sauerstoff... Nee, weder noch. Wir machen damit erstmal gar nichts. Es gibt ja momentan keinen Grund, hier irgendwas aufzureißen. Wir brauchen also, wir entfernen hier, was wir hier tatsächlich nicht mehr brauchen. Gerade an so Sachen wie Rohrleitungen und so, weil die das Spiel eben ausbremsen können. Gasleitungen haben wir hier faktisch kaum noch. Wobei auch wir auch da nochmal eben zerlegen können, was wir nicht mehr brauchen. So. Mit der Wasserstoffleitung. Ne, das lassen wir mal, falls wir da noch wieder was drin haben müssen. Was ist das alles verbaut hier? So, diese hier waren mal für CO2 gedacht, richtig? Ja. Damit. Sind diese Leitungen hier beides für CO2? Das ist ja auch
Ah, damit habe ich. Ach so. Ich habe das gekühlt und ich habe das nie niedrig gestellt. Deswegen ist das. Ja, wir zerlegen es trotzdem. Deswegen ist es auch leer gelaufen. Ich war gerade schon irritiert. Also nicht, dass wir es ansonsten brauchen, aber. Das erklärt das zumindest mal. Wo verhungert wer? Ach, wir haben hier insgesamt nichts mehr an Nahrung. Hoffentlich steht die Meldung nicht schon länger da, weil in meinem Wahn 789 Kalorien, das ist tatsächlich nicht viel. Im Moment, Barbecue schicken wir nicht darüber. Okay. Die Pilze nicht, aber wir wollen ja, wir verbessern die ja noch. Wir können die Nährstoffriegel da nochmal rüber schicken. Prio 9, das sollte. Na, da wird schon was gebracht. Okay. Verhungernmeldung ist weg. Hier ein bisschen entzehren möchte, konnte ich die Leitung hier rüberlegen, aber okay, das mit dem Wasserkühlen funktioniert schon sehr gut jetzt, wahrscheinlich aber auch nur dadurch, dass hier jetzt deutlich mehr Wasser drin ist. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass ihr mir auch vorgeschlagen habt, das Radiatorrohr ein bisschen nach unten zu verlegen. Naja. Da oben braucht eigentlich. Ja, aber ich will jetzt auch nicht so kleinkariert hier jedes bisschen Leitung umbauen. Eigentlich wollte ich Sachen machen, die unseren Duplikanten das Leben erleichtern. So war mein Plan für diese und die nächsten, für diesen Tag und die nächsten Tage. So, das hier wischen wir mal alles auf. Die verlegen wir nach da unten. So, was oder wie müssen wir noch Stromnetz umbauen. Also tatsächlich, ich habe jetzt mal eben pausiert, um in Ruhe zu schauen. Sind es nur die Sachen hier unten, die wirklich noch überflüssig sind? Da haben wir hier noch einen Kohlegenerator, ein paar Batterien und den großen Transformator. Plus ein paar Automatisierungskabel. Der automatische Räumer kann weg. Der Lagerbehälter. Und insgesamt haben wir dann schon nicht unerhebliche Mengen an. Allen möglichen hier abgerissen. Da kommen wir runter. Okay, hier könnten wir noch. Ich baue noch mal die Leitern hierher, damit wir das auch alles zerlegt kriegen.
So. Ich glaube, da kommen wir gerade so nicht ran. Okay, da sind wir stromtechnisch ganz gut aufgestellt. Was man sicherlich nochmal verbessern kann, ist die Führung unserer starken Leiterkabel. Das ist definitiv verbesserungswürdig, vor allen Dingen, weil wir jetzt hier auch, obwohl doch, wir werden hier ja noch starke Leiterkabel brauchen. Nee, das können wir eigentlich dann auch erstmal so lassen. Das müssen wir doch nicht umbauen. Okay, das hier. Macht ja jetzt keinen Sinn mehr, weil wir den Raum ja mit Chlor befüllt haben. Also das können wir hier auch zerlegen. Das wird so oder so nicht mehr genutzt. Ich habe jetzt ganz viel gemacht heute schon, aber das, was ich eigentlich wollte, habe ich überhaupt nicht gemacht. Vielleicht muss ich mir dafür erstmal ein paar Aufgaben raussuchen. Ja, das hier war eigentlich eine Aufgabe, die ich automatisieren wollte, aber habe dann ja das Ganze verworfen, weil wir sowieso nicht mehr dauerhaft auf Pilze setzen wollen. Schleim geht uns irgendwann aus und bevor wir eine Variante suchen, um Schleim zu... Das ist ja alles Blödsinn. Das hier können wir lassen. Wir könnten hier das Oxylit transportieren. Das könnten wir mal machen, indem wir hier... Na, das ist ja jetzt blöd. Nehmen wir mal die Position hier. Packen den dort ran. Strom haben wir hier noch nicht. Holen wir uns mal von hier. So. Und dann bauen wir dafür schon mal eine Förderschiene. Lassen das Oxylit hier fallen wieder. Ja, ich hätte es auch hier, aber das ist ja Quatsch, das dahin fallen zu lassen. Wozu? Wobei, wenn wir dort... Nee, Oxylit will ich sowieso ohne Ende produzieren. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen. So und so. Und dann kann der automatische Räumer das da nämlich immer reinpacken und wir haben es direkt weiter oben. Okay, was sind noch Aufgaben, die kontinuierlich Schwefel hierher liefern? Genau. Das ist auch noch ein Thema. Habe ich, aber das habe ich ja hier schon mal angefangen, oder? Wir filtern hier Schwefel raus. Ne, wir filtern da Graupelweizenkörner raus. Achso, genau, ich wollte hier unterhalb, ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich dunkel wieder, dass wir das unter diesem Raum machen wollten. Dafür machen wir das mal so. Dann bauen wir uns hier Ziegel her. Dann hier einen Filter.
So, wie machen wir das am geschicktesten? Wir gehen hier rein, dann kommen wir hier mit dem raus, was wir gefiltert haben, und dann bauen wir hier den nächsten Filter theoretisch. So würde ich das Ganze. Mal angehen. So, das heißt immer drei Felder rüber von hier unten aus. Hier ist der nächste Filter. Drei Felder, dann wäre hier wieder der nächste. Richtig. Richtig. Ob wir die alle brauchen werden, ist eine andere Frage. Deswegen verbinde ich die hier auch noch erstmal. So, aber dann können wir das jeweils dann hier auftrennen und dann einen weiteren Filter bauen. 2, 3, 4. Ja, so können wir das machen. So, und von hier aus. Ach je, ach ja je. Dann legen wir den mal. Dieser Seite entlang. Wieso habe ich den Raum hier eigentlich fünf Felder hochgebaut? Und das hier, nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, und weil wir könnten die hier ja auch von unten versorgen, ne? Kommen die hier an alle ran? Ne, kommen sie gerade eben nicht. Ne, aber wir können hier dann oben und unten versorgen. Einmal. Zweimal. Dann brauchen wir hier nämlich auch nur einen. Ich hoffe, dass das geht von unten. Nur einen. Endpunkt. So. Schließen den da an und machen hier eine Schütte, weil wir werden ja auf Dauer mehr Schwefel bekommen, als wir hier verbrauchen. Und damit sich das hier nicht stapelt, machen wir das Ganze dann so. Strom. Ja, das kann hier mit dran. Das erstmal. Jetzt muss ich aber tatsächlich mal eben nachgucken. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher. Na, okay, doch. Wie gut ich das hier gemacht habe, aber ich habe hier direkt auch direkt mit Transportschienen und so gearbeitet. Nächste Aktivität 16 Zyklen. Dann eilt das hier auch nicht so, wie ich das jetzt. Dann brauche ich daraus auch keine 7 machen, sondern kann das auf 5 lassen. Das ist ja 10 mal fertig, bis die 16 Zyklen um sind. Noch hier oben. So, und den stellen wir dann auf 4, damit das nämlich in die Acker, die auf 5 sind, auch reingepackt wird. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, ich beende mein Chaotensystem für heute. Wozu gehörte denn nochmal Schwefel? Verschiedenes? So, wir filtern hier Schwefel raus. Es geht dann daran. Und morgen geht es dann weiter mit aus Automata. DLC wird wirklich langsam in ganz kleinen Schritten. Automata DLC. Nächste Ruhephase 42 Zyklen. Das ist gut. Die Temperatur von dem Wasser ist, naja, geht so gut. Aber wir bauen hier jetzt noch mal
Hydrosensor. Ja, doch, wir bauen ihn dahin. Vielleicht machen wir das noch mal als letzte Amtshandlung für heute. Während wir darauf warten, schauen wir uns hier um, aber wir brauchen ja eigentlich erstmal nichts. Nee, das bisschen Fossilien ist egal. Es ist nach wie vor sehr warm. Es ist ein bisschen kühler geworden, ja, aber... Es hat sich noch nicht abgekühlt. So, okay, das reicht, wenn wir den jetzt auf über 50 Kilo setzen. Dann muss nur noch das Kabel gebaut werden und dann ist die Verschwendung ja auch zu Ende. Gut, ja, dann beende ich mal die Folge für heute. Ja, morgen geht's weiter. Ich denke mal mit Automata, vielleicht auch schon mit was anderem. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich will da nichts Falsches versprechen, deswegen lasse ich mir das erstmal offen. Aber ja, auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.